Einmal geschaut und genau wieder ins lange Eck. Ja, das ist der Rehhagel, genau. Ja. Mit Bestürzung hat der Verein Rot-Weiß Essen vom Tod der Vereinslegende Günther Nobby Fürhoff erfahren. Als begnadeter Regisseur zog Fürhoff zwischen 1968 und 1978 die Fäden im Spiel der RWE 11. Gemeinsam mit Willy Lippens und Horst Robesch zählte er zu den herausragenden Spielern der rot-weißen 70er Jahre und wurde folgerichtig in die RWE Jahrhundertelf gewählt. Nach insgesamt 309 Partien für RWE und darin erzielten 77 Toren wechselte Nobby 1978 den Verein. Seinem RWE blieb Fürhoff jedoch bis zuletzt verbunden. Wir danken Günther Fürhoff für sein Engagement für Rot-Weiß Essen und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Und die Filme, die du geschaut hast heute von dir? Ehrlich, das war mal wieder was von früher. Wunderbar. Okay. Also die Filme werden die anderen auch noch sehen, die stelle ich alle noch rein. Stell sie noch rein? Ja. Mach das. Willst du noch ein paar Leute grüßen? Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Ne? Okay, Nobby. Vielen, vielen Dank. Und bedanke mich.